Tosca ist die Oper der Opern, wenn man will. Nicht im Sinne, ich sage das nicht im Sinne, weil sie schön, dass es die schönste Oper ist. Ich meine die Oper der Oper, weil sie alle Opernelemente benutzt, einschließlich und vielleicht hauptsächlich, dass die Hauptdarstellerin selber eine Sängerin ist. Ich glaube, die Leute sind von dieser Musik und von dem Geschehen emotionell sofort entflammt, sehr schnell entflammt. Ich glaube nicht, dass man in eine Oper geht und nachher stundenlang darüber nachdenkt, über einen Konflikt, weil die Musik, die ist ein etwas, was meistens, Musik hat die Eigenschaft, dass sie ein bisschen konflikttötend ist, das muss man wissen. Das ist aber immer so mit der Musik. Musik hat, wenn sie gut oder wenn sie sehr eine große persönliche Kraft hat, gewinnt sie immer. Greta Mattila, die kenne ich seit Jahren, mit der habe ich viel gemacht. Und für mich war eine sehr große Überraschung, den Jonas Kaufmann kennenzulernen, der einen wirklich ein sehr, sehr graziöser Tenor ist. Also ein Tenor mit Grazie.